Es ist die DE63 der Häfen- und Güterverkehr Köln AG, kurz HGK, die hier in Emmerich rangiert. Die HGK gehört zu den ersten, die Class 66 angeschafft haben. Die DE63 war die dritte Maschine. Heute sind über 10 Loks bei der HGK im Bestand. Ausfahrt in Emmerich. Am Haken ein langer und schwerer Containerwagenzug. Die HGK-Maschinen sind fast überall in Deutschland im Einsatz, meist mit Ganzzügen. Die Class 66 ist auch eine perfekte Rangierlok. Schwere Lasten, zum Beispiel zum B- oder Entladen von Schüttwagen, lassen sich in Schrittgeschwindigkeit bewegen. Die HGK DE670 stammt aus dem Baujahr 2003 und gehört der Bicken Rail Leasing. Im Jahre 1999 ist die HGK DE62 auf die Gleise gekommen. Durchfahrt in Brandenburg-Havel. Aus dem gleichen Baujahr stammt die DE61. Bei Wirthe rollt sie Richtung Braunschweig.